Ja, die Stefanie wird für uns jetzt ein altes italienisches Antikriegslied singen. Wir bekommen das ja täglich mit, wie dieses unendliche und unsägliche Morden in Syrien einfach immer weitergeht und wie jetzt auch noch eine westliche Militärinvasion vor der Türe steht, die alles noch viel schlimmer machen wird. Non ne parliamo più di questa guerra che dura un'eternità. Sprechen wir nicht mehr von diesem unsäglichen Krieg, der schon eine Ewigkeit dauert. Sehnsucht nach Frieden, nach Zärtlichkeit, nach Menschlichkeit, nach Liebe. Das folgende Lied haben uns kurdische Flüchtlinge gelernt, die aus dem Nordirak geflohen waren zu der Zeit, als Saddam Hussein einen Giftgaskrieg gegen seine eigene Bevölkerung befohlen hatte. Das war Ende der 80er Jahre. Enfermeschka. Thank you.
Man hat alle guten Argumente, man findet kein Gehör. Was soll man tun? Es bleibt der Spott. Es bleibt das Spottlied, ein bewährtes Mittel früher wie heute im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Wir schließen mit einem kurzen und fröhlichen italienischen Spottlied aus der italienischen Arbeiterbewegung. Es geht um Reisarbeiterinnen, die noch bis vor wenigen Jahrzehnten in den großen Reisfeldern der Po-Ebene unter härtesten Bedingungen Saisonarbeit leisten mussten. Das Lied, einige werden es vielleicht kennen, es heißt «Sul padrone nei belli bracci bianchi». Patrone mit den schönen weißen Hosen, rück dein Geld heraus, wir wollen nach Hause. Und da ist auch schon der Bezug zum Bahnhof, denn was hören wir da? Da kommt schon der Zug für die Reisarbeiterinnen. Vielen Dank, Stefanie und Christoph Haas.